Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns! Wir sind in der fünften Welt, das ist der Wald. Und wir sind im Liantal, das ist der erste Level. Und vor allen Dingen die Musik, die, ich glaube, noch nicht ganz am Anfang kommt. Die sorgt bei mir schon für Gänsehaut, weil... Oh, die Sau. Die Sau winkt. Wir müssen ja noch raus aus den ekligen Minen und Stollen. Und ab in den Wald. Oh, verdammt. Diesmal mit ein bisschen mehr Geduld. Ah, ärgerlich. Die Musik. I love it. Auch wenn ich die Level... Obwohl, ich habe sie doch gemacht, die Level. Auch wenn sie schwer waren. Ich habe die Level doch gemacht. Hier ist was. Das war irgendwie offensichtlich. Oh mein Gott. Ein bisschen denken. Mit ein bisschen denken klappt's. Oh verdammt. Wunderschön gemacht. Ja, die Lian-Level. Ich finde sie sehr schön. Auch wenn ich abgekackt bin. Im letzten Part. Macht aber nichts. Es ist trotzdem schön. Stimmt ihr mir dazu? Ich hoffe doch. Nein! What the fuck? Ich krieg's trotzdem hin. Okay. Nichts überstürzen. Aufgepasst, ich habe kein Didi dabei. Es geht ganz schnell in die Hose. Zack. Ja, wie gesagt, wir können die Lianen schnell oder langsam machen, je nachdem, wie weit oben wir uns aufhalten. Die Gesetze der Natur werden berücksichtigt. Was ist das denn? Na egal. Was soll's? Nein, 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 nein. Ich könnte kotzen. Nein, ich habe keinen Didi dabei. Hab ich jetzt auch gemerkt. Konzentrier dich, Markus. Bisschen zu viel Hektik im Spiel. Das darf nicht sein. Wir machen das mal ganz gemütlich. Dann klappt's auch mit den Nachbarn. Falsche Richtung geworfen. Egal. Wir haben doch Zeit. Warum mache ich mir überhaupt so einen Stress? Ich bin hier gechillt am Zocken. Mit euch. Sehr schön. Yum yum, lass es dir schmecken, mein Freund. Oh, Beeilung. Vielleicht nicht immer so trantütig machen, sondern ein bisschen beeilen. Tut manchmal nicht weh. Checkpoint. Naja, toll. Da hätte ich eher nach links mich orientieren müssen. Schade. Aber was soll's? Bitte denk daran, dass du keinen Didi mehr hast. Ich krieg's trotzdem hin. Denk daran, dass du auch die Taste drücken musst, um dich festzuhalten. Mein Gott! Was ist los mit mir? Selbe wie immer, ne? Okay, friss mich. Kein Problem. Hauptsache, ich lebe noch. Kein Problem. Jeder hat doch mal Hunger.
Wir tun alle nur unseren Job. Gut. Damit hat sich die Sache wieder egalisiert. Warum sollte man sich also aufregen? Deswegen vielleicht. Mann! Okay. Das war gefaked. Ich bin immer noch total relaxed. Auch ohne Didi. Das ist so eine Umgewöhnung. Ich denke immer, ich habe... Ein Puzzleteil? Wie kommt's? Weil ich alle Bananen eingesammelt habe. Das sollte ich mal öfter tun. Zack. Siehst du, für deine Mühen wirst du belohnt. Schlürfen, hey, wie Spaghetti. Ich find's eigentlich ziemlich genial. Okay, jetzt sind wir eigentlich gut bei der Sache. Was sollte uns jetzt noch aufhalten? Was sollte jetzt noch schief gehen? Komm, wir sammeln mal alles ein. Vielleicht gibt's noch mehr Puzzleteile dafür. Nicht zwingend, aber was soll's. Sehr schön. Ach, da waren noch... Oh, da waren noch Windräder. Da war bestimmt noch ein Puzzleteil. Egal. Legen wir es nicht drauf an. Wald. Wald. Okay, jetzt müssen wir aber mal zwei Level in einem Part schaffen, weil Kletterschaukel... Hey, das hört sich an wie... Damals gab es auch so Baumhaus-Level. Das wäre cool, wenn die wiederkommen würden, so... In neuerer Version. Das werden wir ja jetzt sehen. Jetzt oder nie. Da links ist was. Das dachte ich. Ich weiß nicht, das sieht unstabil aus. Oh mein Gott. Was ist das für ein Kram? Oh Gott. Auf jeden Fall sind es diese. Werden wir bestimmt noch sehen. Es sieht aus wie Baumhäuser. Es sind Baumhäuser. Aber na gut, den alten Flair können sie nicht mehr haben. Ja, das muss man halt so sagen. Der alte Rare Flair, Super Nintendo Flair, ist weg. Aber im Spielerischen... Meinen vollsten Respekt. Nicht an mich, sondern an das Spiel. Zack, 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 zack. Wow. Knapp. Schon wieder diese Beeren. Dum, 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 dum. Ich wollte eigentlich oben drauf. Ob das geht? Scheinbar nicht. Was jetzt? Achso, wow. Besser als im Freizeitpark. Und gefährlicher. Die Fledermäuse. Jetzt kommen die ganzen unbeliebten Gegner zurück. Fehlen nur noch die Maulwürfe. Wobei ich sagen muss, es lag alles noch im Rahmen. Ob Maulwürfe, Fledermäuse. Ich meine, wenn wir nur schwachmatige Gegner hätten. Was? Wie komme ich denn da? Ist doch nicht wahr, oder? Hallo? Scheiß drauf. Das ist ein bisschen Geld. Kann man bestimmt irgendwo hoch dann. Jetzt hier so. Ja, ja. Wow. Knapp wie Sau, ey. Aber dafür gibt's ein Bonuslevel. Das habe ich mir verdient.
Oh, was ist denn hier los? Sind es Bananenvögel? Das hat ausgesehen wie Bananenvögel. Hammerhart. Ihr wisst schon, die Dinger aus Teil 3, die wir retten mussten. Hat so ausgesehen. Oh. Zusammenreißen. Geduld. Finde ich schön, dass mal das Klettern richtig thematisiert wird. Ich finde das sehr gut gemacht. Oh mein Gott. Affen stark. Wow. Das sind nur Bananen. Ich hasse euch. Es sieht alles immer so einfach aus, aber es ist alles nicht so einfach. Glaubt's mir einfach. Glaubt's mir einfach, dass es nicht einfach ist. Ui. Checkpoint. Vor allem, dass jede Plattform sich so blöd verrenkt. Nervt auf Dauer ein bisschen. Man hat das Gefühl, als hätte man keinen festen Boden unter den Füßen. Und das ist kein schönes Gefühl. Ja. Wow. Kein O gesammelt. Macht nichts. Wow. Geniales Spiel. Auch wenn das hier nicht mehr die Musik vom Wald ist aus dem Original, sondern die Musik ist die Dschungelmusik von damals. Was sind das für Dinger, die da oben lang machen? Das sind Schlangen. Komm ich da oben hin? Das Gras reicht nirgends. Ich weiß wie. Ich hab gedacht, ich kann dich nutzen. Oh. Ich will jetzt wissen, was das da ist. Das ist eine große Bananenstaude. Oh mein Gott. Wow, fast geschafft. Na egal. Scheiß drauf, wir holen uns noch das G. Mühü, kein Diddy mehr. Upsa. Wow, riskant. Na gut. So viel Spaß, wie es gemacht hat. So möchte ich auch jetzt mal zum Ende kommen. Da haben wir das Ende. Egal, wir beenden einen Part endlich mal mit einem geschafften Level. Wie lange hatten wir das? Das hatten wir schon ewig nicht mehr. Und sogar die Puzzle-Austeile. Ihr merkt schon, ich hab's viel gespielt, ne? Die Ausbeute an Puzzleteilen. Ist auch sehnlich. Kommen wir jetzt wieder zu Cranky? Nee. Unten ist ein Schloss und hier ist der flotte Freiflug. Solange es nicht der Tuckhutleiter ist, bin ich zufrieden. Das sehen wir im nächsten Part. Bis dann, Leute. Ciao.